1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Da war der Ton nicht an, den hatte ich nicht eingeschaltet. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute eine freie Themennacht, wie immer dienstags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 220 5050. Wir haben zum Beispiel gestern nicht über die Wahlen in Sachsen und in Brandenburg gesprochen. Also wenn ihr dazu euch auch äußern wollt, natürlich könnt ihr das gerne machen. 0800 220 5050. Ansonsten eine ganz freie Themennacht. Ihr könnt hier anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. Die erste Anruferin heute Nacht, die heißt Marion. Marion ist 32 Jahre alt. Hallo Marion. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ich habe einen Bekannten gehabt, der war 15 Jahre alt und ist vor ungefähr 6 bis 7 Wochen ermordet worden. Der Bekannte, also war ein 15-jähriger Junge? Ja, genau. Ja. Und es beschäftigt mich unheimlich, es ist auch klar, so auf die Art und Weise, wie er umgekommen ist. Aber erklär mir erst nochmal das Verhältnis, was du zu diesem Jungen hattest. War das ein nachbarschaftliches Verhältnis oder? Ich bin ausgezogen von dieser Gegend. Ja. Das ist in Bayern passiert. Ich wohne inzwischen in Württemberg. Mhm. Aber ich habe die ganze Kindheit mitbekommen. Also die ganzen Kindergeburtstage von ihm, von der Schwester. Ich habe ein gutes Verhältnis zu den Eltern, auch zu der Mutter gehabt. Also warst du so eine Freundin der Familie? Genau, Ja. Und also es war schon fast eine Verwandtschaft, weil jeder hat jeden gekannt und das war ein inniges Verhältnis. Ich habe ihn zwar in letzter Zeit nicht oft gesehen, weil sich die Eltern dann getrennt haben, aber... Nun sagst du, dass der Junge vor ein paar Wochen ermordet worden ist. Was genau ist da passiert? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, es kam auch ein paar Mal im Fernsehen. Er hat anscheinend ein Doppelleben geführt, also er hat über Internet, er hat vor ein paar Wochen seiner Lehrerin gesagt, dass er wahrscheinlich bisexuell ist und hat über Internet eben Kontakte gesucht zu Gleichgesinnten. Und da hat er anscheinend im Internet dann auch seine Mörder kennengelernt. Wie ist er ermordet worden? Er ist, da sagt man noch nicht so vieles, aber man hat ihn erstochen, also mit dem Messer. Und es waren zwei 41-Jährige und ein 33-Jährige, zwei Männer. Ach, das weiß man so genau ja, schon. Ja, inzwischen hat man die Täter auch gefasst. Ah, ja. Also es ist alles aufgeklärt. Aber wie gesagt, ich habe eigentlich gedacht, es ist nur die Unwissenheit, weil alles noch, man weiß noch nicht, wer und warum und wieso er umgebracht worden ist, dass mich das so fertig macht, aber es wird irgendwie nicht besser. Und ja, aber das ist ja auch klar, wenn du mit diesem Jungen quasi aufgewachsen, also der ist mit dir aufgewachsen, du warst eine Freundin der Familie, dass man da eine Bindung hat und ein Verhältnis entwickelt. Ja. Und wenn man dann so eine grauenhafte Nachricht hört, dass der Junge ermordet worden ist, erstochen worden ist, das versetzt einen natürlich auch in Schock, selbst wenn man nicht direkt verwandt ist oder so. Wo hat man den Jungen gefunden? Im Wald. Also im Waldrand und so ein paar Reiter haben ihn irgendwo, also er ist an einem Sonntag, glaube ich, von zu Hause weggelaufen, weil er Streit hatte mit seiner Mutter und ist dann am nächsten oder noch am selben Abend mit seinen, also Täter, mit diesen Mördern, hat sich getroffen und man weiß also nicht, ob das, also 4 Tage später wurde dann die Leiche gefunden, man weiß aber nicht, ob er jetzt lange gequält wurde oder... Wie ist es denn gelungen, dass man so schnell die Täter ermittelt hat oder gefasst hat? Die kleinere Schwester hat einen sehr sie hat anscheinend diesen Mann gekannt vom Sehen und sie hat eigentlich ein sehr gutes
Also die haben ein sehr gutes Phantombild. Achso, die kleine Schwester hat beobachtet, wie der Mann sich mit dem Bruder getroffen hat, oder? Nein, ich weiß nicht also genau, wie das Ganze eigentlich abgelaufen ist, weil es ist so, dass dieser Täter, dieser eine Verzierge, hat einen regen Kontakt mit diesem anderen Mörder. Der war allerdings aus der Schweiz und die hatten sich auch E-Mails geschrieben gehabt. Kriegen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht so auseinander, warum die nun ermittelt worden sind, gefasst worden sind. Gut ist es, dass sie gefasst worden sind. Was ich dich aber gerade noch fragen wollte, ist, hast du den Kontakt zu der Familie des Jungen, zu der Mutter? Eigentlich nicht. Das ist es ja. Sie hat sich von ihrem Mann getrennt, ist dann auch von dieser Gegend weggezogen, wollte keinen Kontakt mehr zu den früheren Bekanntenkreisen, was ich auch verstehe. Sie wird ihre Gründe haben. Ja, und jetzt nach dem Unglück hast du auch keinen Kontakt aufgenommen zu ihr? Noch nicht. Mhm. Ich würde es gern machen, aber einerseits denke ich mir, vielleicht will sie ihre Ruhe, aber auf der anderen Seite... Wie war denn dein Verhältnis zu der Mutter von dem Jungen? Eigentlich sehr gut. Sehr gut. Weißt du, Marion, ich glaube, dass man, das ist ja so ein unglaubliches Unglück, eine solche Erschütterung, dass man als Außenstehender oftmals dann auch Angst hat, so wie du es auch gerade formuliert hast, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Ich möchte der Frau nicht zu nahe treten, ich möchte sie nicht belästigen. Mhm. Ich glaube, in der Regel ist das die falsche Denke. Ich finde, dass man gerade, wenn sowas Schlimmes passiert ist, an die Menschen herantreten sollte und ihnen anbieten sollte, hier bin ich, wenn du möchtest, können wir zusammen sein, können wir reden. Mhm. Die können dann ja immer noch sagen, nein, ich will es nicht. Ja. Ich glaube, dass zu dem Unglück, das solche Menschen erfahren müssen, durch so einen Mord zum Beispiel, auch noch die Isolation und die Einsamkeit hinzukommt, weil alle irgendwie Angst haben, was falsch zu machen. Ich finde, man macht nichts falsch, wenn man anruft oder einen Brief schreibt, dann macht man gar nichts falsch. Dann kann die andere Person immer noch sagen, nein, ich bin noch nicht stabil genug oder so etwas. Aber wenn du ein gutes Verhältnis zu der Mutter hattest, glaube ich, dass es ein guter Schritt wäre, wenn du es versuchen würdest. Ja, ich habe es eigentlich schon vor. Irgendwie habe ich aber selber noch nicht das Ganze verkraftet, dass ich ihr gegenüber da auch tröstende Worte oder irgendwas sagen kann. Ich glaube, du musst gar nicht warten, bis du die Stärke hast. Ich glaube, es ist für sie vielleicht auch schon tröstlich, wenn sie mitbekommt, wie sehr traurig du bist. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Und ich habe auch eine kleine Tochter von 3 Jahren und es ist eigentlich auch so schlimm, dass ich wirklich Angst habe. Bei jeder Gelegenheit, ich liege manchmal im Bett und dann denke ich mir, ich muss jetzt aufstehen und nach ihr gucken oder das ist ich wahrscheinlich habe Angst, sie zu den Großeltern zu lassen und dann muss ich andauernd anrufen. Ich glaube, das ist jetzt noch so eine Nachwirkung des Schocks. Da muss man natürlich gegen angehen, weil man so ein Kind natürlich auch nicht überbehüten darf. Ja, das stimmt. Ich will auch keine überängstliche Mutter sein, die das Kind dann auch einengt. Und ja, weil die Überängstlichkeit sich auch das Kind überträgt und irgendwann ist das Kind überängstlich. Also ich finde, wenn du meinst, dass du einigermaßen das so mal auf die Reihe kriegst und in der Stimmung dazu bist, dann melde dich bei der Mutter. Das finde ich einen guten Schritt. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich da wieder ein neuer Kontakt raus und du kannst sogar der Frau vielleicht sogar sehr hilfreich sein und sie sehr unterstützen. Ich würde das empfehlen und gut finden. Ich werde es wahrscheinlich auch machen. Also, Dann wünsche ich dafür alles Gute, Marion. Danke nochmal. Alles Gute von Herzen. Auf Wiederhören. Danke, Wiederhören. Tschüss. 0800 220 50 50. Heute haben wir eine freie Themennacht. Morgen heißt unser Thema, die ganze Sendung über, heißt das Thema Sexlügen. Und ich möchte gerne mit euch über eure Sexlügen reden, die ihr schon zu verantworten hattet. Also ihr habt euch in Sachen Sex belogen, habt Dinge gemacht, die ihr vielleicht gar nicht wolltet. Oder ihr habt euren Partner belogen, indem ihr irgendetwas gemacht habt, was ihr eigentlich nicht tun hättet sollen, wofür ihr euch dann vielleicht auch geschämt habt. Oder ihr seid in eine Sexlügenfalle getappt. Ihr Jungs seid vielleicht irgendwie bei einem Mädel mitgegangen und dann hat sich das Mädel irgendwann im Bett als Bursche herausgestellt oder sowas. Ist ja auch eine Sexlüge. Also morgen heißt das Thema Sexlügen. Heute könnt ihr anrufen zu jedem Thema. Hier ist der Frank und Frank ist 23. Hallo Frank. Ja, guten Morgen, Jürgen. Ja, schön, dass du da bist, Frank. Um was geht's? Ja, ich bin heute ziemlich geknickt. Warum? Mir geht's nicht gut. Also ich habe heute im Bad mein ungeborenes Kind gefunden und mir wurde es erstmal übelst schlecht. Wo hast du es gefunden? Im Bad, ne?
Im Bad? Ja. Im Badezimmer? Ja, und zwar geht es darum, dass meine Freundin einen Schwangerschaftsabbruch hatte. Ja. Und die ist am Montag nach Montag früh ins Krankenhaus und ist eine Nacht dort geblieben. Mhm. So, und heute mittags habe ich angerufen und fing an, ob die OP, also es geht um eine Absaugung und so, eine Ausschabung. Mhm. Und habe nachgefragt, ob alles gut verlaufen ist. Und da fingen die Leute eben dort an, dass alles klar gegangen ist. Ja. So, und dann eben Dienstag 16 Uhr haben wir sie wieder abgeholt, ich und meine Mutter und ihr Freund und so. Und bin wieder mit zu ihr in die Wohnung und, naja, war sie auf dem Klo und hat dann erstmal übelst geschrien. Habe ich erstmal gedacht, jetzt ist es wieder irgendwie starke Blutung kriegt oder so. Mhm. Und sie war auch total hysterisch. Naja, und da habe ich ihn eben dann den Embryo liegen sehen. Und eben... In der Toilette? Das Blutgewebe. In der Toilette? Nee, neben der Toilette, in der Hose, also auf der Binde eben. Aber wie ist denn das möglich? Sie kam aus dem Krankenhaus, die Abtreibung war vollzogen. Ja, haben sie uns auch gesagt. Und auf dem Attest aus dem Krankenhaus steht auch drin, dass alles gut verlaufen ist und so. Das ist ja unglaublich. Und also ich finde das auch unglaublich, also... Und wie, du hast den kompletten Embryo gesehen? Ja, ich hab die Ärmchen, das Köpfchen, die Arten und die Arme, also nur die Füße waren abgesaugt, also das war für mich eigentlich total krass. Die Füße waren abgesaugt, also abgetrennt davon? Ja, abgetrennt. Noch, wie groß ungefähr war der Embryo? Zwischen 4 und 5 Zentimeter. Das ist ja schauderhaft, das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, nein, ich auch nicht, ich dachte ja auch, es ist alles klar gegangen und so. Hör mal, hier auf meinem Computer steht Frank, das bist du. Und in Klammern eventuell auch Freundin. Heißt das, dass deine Freundin eventuell auch für ein kurzes Gespräch bereit wäre oder mag sie das nicht? Nee, sie mag das nicht. Sie mag es nicht, okay, dann will ich das auch akzeptieren. Das muss für sie dann ja ein noch größerer Schock, stelle ich mir vor, gewesen sein, als denn für dich. Für dich war es natürlich auch schon sehr schlimm. Für mich war der Schock eher gesagt schlimmer. Weil am Ende wollte sie ja das Kind nicht haben, zwecks Studium nächsten Monat und... Sie hat jeden Tag erbrochen und ihr ging es absolut nicht gut. Sie sah aus wie eine Wand und... Ach, du wolltest definitiv das Kind? Ja, ich eigentlich hätte ich mich sehr drüber gefreut und meine Mutter eben auch und so. Gut, auch wenn man sich dafür entschieden hat und wenn man das dann sieht und dann sind auch noch die Beinchen abgetrennt oder was du gerade gesagt hast. Ja, die Füße, das genau. Das ist ja grauenhaft, ist das ja. Wie hat sie das denn verkraftet? Naja, sie hat das genauso, also sie hat auch geheult und so, sie hat das nicht verstanden, sie war auch übelst fertig dann danach. Ich verstehe überhaupt nicht, wie sowas passieren kann. Ist mir egal. Ja, ich auch nicht. Also habt ihr denn danach direkt Kontakt mit dem Krankenhaus aufgenommen? Ja, wir haben auf jeden Fall gleich angerufen und der Hammer war ja, sie haben gesagt, wir sollen das einpacken, jeweils getrennt und dann nochmal hinkommen. Wie jeweils getrennt? Was getrennt? Naja, in zwei verschiedene Behälter. Zwecks, sie wollten das nochmal untersuchen und so. Was sollte in zwei verschiedene Behälter gepackt werden? Der Embryo und eben das Blutgewebe, also so, der Blutklumpen da. Habt ihr das gemacht? Da habe ich mir natürlich so einen Gummihandschuh angezogen und da habe ich mich natürlich erstmal erbrochen, weil das war ja, ist ja schrecklich eigentlich sowas. Furchtbar ist das. Ja, ich bin ganz entsetzt. Ja, und dann hast du es eingepackt? Naja, klar, ich kann es ja nicht auf dem Fliesen im Bad liegen lassen. Nein, also. Natürlich nicht, aber ja, und dann seid ihr in die Klinik gefahren. Naja, klar, ich hab auf jeden Fall mit dem Foto-Handy noch Bilder gemacht und so, damit mir das auch jeder glaubt, also dass ich auch keinen verarschen will oder so. Na, und wo hast die du sind das? Dann dahin und die haben das natürlich dann erstmal in die Teeküche gestellt. Das war ja der absolute Hammer, wo die für die Patienten einen Tee kochen und so. Das hat die überhaupt am Ende gar nicht interessiert. Aber was ist denn das für ein Krankenhaus, wo ihr da wart? Nein, sag den Namen nicht. Ich sag das nur so als empörenden Ausspruch. Das ist ja unfassbar. Und wurde denn dann wenigstens irgendwann mit einem Arzt, mit einem Chefarzt geredet? Also die haben uns dann hoch in die zu der Ärztin geschickt. Sechs Ultraschall nochmal. Ja. Und da fing ich dann drauf an, geben Sie uns den Embryo und so nicht mit hoch. Da haben die Schwestern gesagt, ja, gehen Sie da rein und nehmen Sie das mit hoch. Das hat die am Ende gar nicht interessiert und das finde ich wirklich totale Frechheit. Ihr hattet den Embryo einfach in Plastik eingepackt oder war er in einem Behältnis? Also ich habe die in zwei kleine Tupperdosen gepackt und extra nochmal einen kleinen Plastikbeutel eingepackt. Und wo ist der Embryo jetzt? Der ist im Krankenhaus jetzt. In der Teeküche? Die haben, da haben wir dann oben die Ärztin gefragt. Das hat die auch nicht interessiert.
Und da hat es eine Ultraschall gemacht und da haben wir die gefragt, wie das passieren kann, dass bei einer Absaugung, dass da nicht überwacht wird oder Ultraschall. Und da fing sie drauf an, das würde bei der Operation nicht gemacht, dass der Ultraschall mit irgendwie. Und da habe ich gedacht, dass wenigstens danach das nochmal mit Ultraschall, dass wir auch sicher sind. Ja, ja, klar. Ja. So, naja, und keine Ahnung. Und die habe ich dann die Schwester später gefragt, was machen Sie jetzt damit? Ja, ja, das entsorgen wir jetzt. Aha. Oder die Ärztin hat das gesagt und das... Ich bin fassungslos, wirklich. Das habe ich noch nie gehört, sowas. Ja, ich auch nicht. Also ich finde es ganz schlimm. Es direkt fing an, also sie wissen, keine Ahnung, das hat man ja noch nie und so irgendwie. Ja, also das tut mir wirklich für euch beide unglaublich leid. Ich glaube, das ist so... Ja, für mich auch noch, ja. Ja, aber auch für deine Freundin aber nur auch, ne? Also selbst, also ich meine, sie hat es ja nun, es war ja näher alles an sie, an ihr dran, als denn an dir. Naja, aber ich habe mich ja schon so weit damit abgefunden, so klar. Das Thema ist jetzt erledigt, aber ich habe das ja noch gesehen dann, wo es da so lag und so. Ja. Und sie ist ja genauso fertig und so. Plant ihr denn da jetzt irgendwie das Krankenhaus anzuzeigen, rechtliche Schritte einzuleiten, irgendwas zu tun? Ja, das war ja auch der Grund eigentlich, warum ich mit jemandem reden wollte, weil meine Bekannten vorhin fing an, keine Ahnung, aber am Ende kommt man ja mit sowas dann gar nicht durch und so. Doch, also es ist immer sehr schwierig, gegen Ärzte und Krankenhäuser vorzugehen, das ist richtig. Aber dennoch sollte man es immer tun. Man sollte es immer tun, weil man so solche Skandale nicht hinnehmen darf. Ich werde dich gleich nachher noch mit meiner Psychologin verbinden und werde dir noch einige Adressen geben lassen von Patientenverbänden, wo du dann die entsprechenden richtigen Informationen auch kriegst, welche Rechtsanwälte gut sind und wie das alles so funktioniert und wie ihr das einfädeln solltet. Ich bin empört darüber und finde, ihr solltet das unbedingt tun. Unbedingt. Ja, auch meine ganzen Bekannten sind empört, eigentlich alle. Und ja, also das finde ich... Gerade weil es eine neue Klinik ist, die hat das vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so aufgemacht. Ja, ja. In welchem seelischen Zustand befindet sich deine Freundin im Moment? Also ihr geht's körperlich jetzt besser, also eigentlich. Aber seelisch sind wir jetzt beide irgendwie übelst geknickt. Ja, das glaube ich. Weil das vergisst man ja auch nicht so schnell. Nein, natürlich nicht. Also diesen Anblick zu haben und dann in der Tupperdose den Embryo zu transportieren, das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Hat sie sich jetzt irgendwie, hat sie ein schlechtes Gewissen, dass sie sagt, ich hätte es doch nicht machen sollen? Oder? Ja, vorhin haben wir beide geheult und da hat sie sich auch entschuldigt bei mir übelst und hat gesagt, Schatzi, es tut mir leid und so. Am Ende rückgängig machen kann man das jetzt sowieso nicht mehr. Ja. Also, ich finde, dass ihr beide auf jeden Fall für 1-2 Stunden oder für ein paar Wochen zumindest mal stundenweise eine professionelle Hilfe in Anspruch nehmen solltet. Ich finde, das ist so ein Schock, den kann man nicht alleine überwinden. Ja, auf jeden Fall. Das ist das eine. Genau so. Da würden wir dir gerne gleich auch noch ein paar Anlaufstellen geben. Das andere aber ist, dass ich das sehr befürworten würde, wenn ihr da juristisch vorgehen würdet gegen das Krankenhaus. Und was wir da an Informationen haben, die euch helfen könnten, geben wir dir gerne auch gleich. Also nochmals, das tut mir sehr, sehr leid, was euch da passiert ist und ich bin wirklich empört und fassungslos. Mehr kann ich gar nicht sagen. Ja, ja, alles klar, dankeschön. Aber vielleicht können wir euch ein bisschen jetzt mit den Adressen weiterhelfen und dass da noch etwas in die Gänge kommt und vor allen Dingen, dass euch beiden auch geholfen wird. Ja, das ist nett. Ja, gut, Frank, dann legst du bitte auf und wir, das heißt meine Psychologin, die Heide, ruft dich gleich an und dann könnt ihr reden. Alles klar, viel Erfolg mit deiner Sendung. Dankeschön und schönen Gruß an deine Freundin. Na, tschüssi. Tschüss. 0800 220 5050. Das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte vergesst nicht, die Telefonnummer drauf zu schreiben. So, übrigens, apropos gemailt. Ich habe heute eine Mail bekommen von einem Thomas. Das fand ich ganz spektakulär. Aus der Antarktis. Der Thomas arbeitet in der Antarktis in irgendeinem Forschungsprojekt und er hört uns über www.nachtlager.de. Wie immer das auch dann funktioniert, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hört er uns in der Antarktis. Ist das nicht sensationell? Schöne Grüße hier aus dem pappwarmen Köln in die Antarktis, wo er im Moment, schrieb er, minus 35 Grad hat, aber es wird milder, sagt er. Es kommt jetzt der Sommer. Also Grüße an den Thomas in die Antarktis. Alexandra, 32 Jahre alt. Hallo. Hallo. Hallo? Ja, da ist sie. Ja, Entschuldigung, hab gerade richtig mitbekommen. Du warst in Gedanken. Nee, noch bei deinem letzten Gesprächspartner. Ist das nicht unfassbar? Ich finde es unfassbar. Hast du schon mal sowas gehört? Ich habe selber schon im Krankenhaus gearbeitet, war in der Ausbildung zur Krankenschwester. Ja.
Und das ist jetzt schon lange her, aber meine Freundin hat der letzte entbunden. Mhm. Und da war es auch relativ unglaublich, was da passiert ist. Und ich finde, also so wie du es gesagt hast, man muss auf jeden Fall versuchen, dagegen vorzugehen. Mhm. Ja. Ja. Also. Meine Freundin hat entbunden und die haben, glaube ich, 5 Tage lang eingeleitet und ihr nicht den Kaiserschnitt erlaubt. Also, ich war gerade fast auch geschockt. Ja, also ich finde es auch unglaublich. Du rufst aber wegen einer anderen Sache an. Ja, ich habe angerufen, weil du das vorhin angesprochen hast, wegen der Sache in Sachsen und in Brandenburg mit den Wahlen. Wegen der Wahlen, genau. Ja, genau. Kommst du aus einem der Bundesländer? Nein, ich komme aus Baden-Württemberg. Mhm. Und wo die Welt ja noch in Ordnung ist? Bitte? Wo die Welt ja noch in Ordnung ist? Ja, sozusagen. Also Baden-Württemberg, Baden-Württemberg geht's gut, ne? Ja, mhm. Wir kommen ich komme aus dem ländlichen Bereich. Ja. Und dort geht es uns wirklich noch gut. Ja. Also das denke ich auch ganz bewusst. So, wie bewertest du das denn, was da passiert ist? Also ich finde es völlig schockierend und ich finde es auch grausam. Ich finde es nicht überraschend, aber ich finde es wirklich schrecklich, weil ich denke... Was findest du schrecklich? Also am Sonntag habe ich dann die Ergebnisse von den Wahlen verfolgt. Und erst am Tag der Wahlen kam das so weit, dass man im Fernsehen erfahren hat, dass die DVU und die NPD sich darauf geeinigt haben, dass nur der eine in Brandenburg und nur der andere in Sachsen kandidiert. Mhm. Und das finde ich schon mal furchtbar. Mhm. Und dann wurden ja die Wähler, die wo nur rechts wählen, darauf festgelegt, eine oder die andere zu wählen. Und dann kamen diese guten Ergebnisse für diese Parteien zustande. Dann haben die in Sachsen um die 9%, in Brandenburg glaube ich um die 6%. Ja, genau. Was ja sehr viel ist, vor allen Dingen in Sachsen. Also vor allem, ja. Mhm. Also wenn eine Partei so viel erhält wie die SPD, dann finde ich das schon recht viel. Ja. Ja. Also ja, nur 0, für die SPD ist das natürlich eine Großkatastrophe, ne? 9% zu bekommen. Nun gibt es ja einen Aufschrei der Entrüstung, der Empörung, der Proteste in Deutschland wegen dieser rechten Ergebnisse. Siehst du es auch so? Ich finde es schon auch so, aber was ich das Problem finde, ist, dass es immer als die Jungen abgekanzelt wird und auf Protestwähler. Mhm. Ich denke, es wird völlig missachtet, dass es wirklich dort so empfunden wird. Mhm. Weil diese Jungen, diese Neuwähler, wo dort anfangen. Aber es gibt so Statistiken und Befragungen, nicht Statistiken, Befragungen, die deuten wirklich darauf hin, dass die meisten Wähler junge Wähler sind, die die Rechten gewählt haben. Das stimmt ja auch. Aber ich denke nicht, dass es Protestwähler sind. Mhm. Ich denke, dass die es wirklich aus Überzeugung machen, weil sie sonst nichts anderes haben. Ja. Wobei das natürlich auch eine Form des Protestes ist, wenn du sagst, weil sie sonst nichts anderes haben. Wären sie eingebettet in einen ordentlichen gesellschaftlichen Ablauf und hätten einen Job, wäre es wahrscheinlich anders. Ja, aber ich denke, dass auch ein Teil nicht bloß von ihnen kommt, so wie ihre jetzige Situation ist, sondern auch von der Lage vorher und das Umfeld. Mhm. Weil wenn du versuchst, dein Kind zu erziehen, also ich habe auch einen 10-jährigen Sohn und der ist jetzt auf die Realschule gekommen, dann machst du dir ja Gedanken darüber. Ja. Nicht nur über die politische Situation, sondern auch über das Schulsystem, wie es zurzeit ja ganz aktuell ist. Ja. Und denkst ja drüber nach. Und ich finde es extrem schwierig, weil ich denke, die Jugendlichen, die wo wirklich von dort kommen, haben nichts anderes. Ja. Also ich finde, dieses sollte auf jeden Fall ein großes Warnsignal, ein großer Warnschuss sein an die etablierten Parteien, sich noch mehr ins Zeug zu legen, gerade in diesen Gegenden, wo die Rechten so gut abgeschlossen haben. Aber auf der anderen Seite finde ich, Köhler, unser Bundespräsident, hat gestern was Richtiges gesagt, man darf jetzt auch nicht in eine Hysterie verfallen. Ja. Wir leben in einem demokratischen Staat. Und wir werden diese paar Dumpfbacken auch aushalten. Und das gehört eben zur Demokratie, dass auch Leute dann mal gewählt werden, die uns überhaupt nicht passen. Ne? Und wenn man sich anschaut in Italien, in Frankreich, in vielen anderen Ländern haben wir auch starke rechte Bewegungen, da ist das hier alles noch Kleinkram in Deutschland. Ja, aber in Belgien ist zum Beispiel schon viel schlimmer. Ja, zum Beispiel. Ja. Und was mich immer auch noch ärgert, man wertet diese Leute ja viel zu sehr auf, indem man ständig drüber redet und sich darüber empört. Und wir wollen mal nicht vergessen, was mich auch ärgert, ist, dass man mit voller Normalität jetzt mittlerweile so die PDS hinnimmt. Und kein Mensch spricht darüber, wie blutbefleckt die Hände dieser SEDler, PDSler sind. Ne? Ja. Die haben 40 Jahre Diktatur auf dem Buckel. Ja, ich weiß. Und das finde ich
ebenso schlimm, obwohl ich das mit den Rechten natürlich viel, viel dramatischer finde, aber das muss man auch immer erwähnen, denke ich. Ja, nee, ich denke, da hast du ja auch recht. Aber ich denke, das, was du gerade gesagt hast über den Bundespräsident Köhler, dass man jetzt nicht in Hysterie verfallen sollte, muss man auch die Worte von ihm hören vor 2-3 Wochen, die einfach die Fakten dargestellt haben, dass es dem Osten einfach schlechter geht. Mhm. Er hat ja nicht böse gemeint. Er hat ja nichts Falsches gesagt. Aber was war das wieder für eine Situation in den Medien, wie die das dargestellt haben? Ja, natürlich. Da hast du völlig recht, dass natürlich diese Worte auch wieder falsch ausgelegt worden sind und vielleicht sogar noch ein bisschen in die rechte Ecke Wählerpotenzial getrieben haben. Ja. Und das finde ich so furchtbar. Mhm. Weil ich finde, in Deutschland ist es unglaublich schwer, wenn man seine Meinung sagen möchte, was irgendwie jetzt sagen wir mal, recht oder rassistisch betrifft. Mhm. Ich finde, es ist schwer. Ja. Weil wir sind, also ich zähle mich jetzt zu der Generation, wo nichts dafür kann. Ja. Ich habe nichts dafür oder dagegen getan. Es ist einfach so, ich bin hier geboren und sage dann irgendetwas, sagen wir es mal, gegen Ausländer, was ich eigentlich nie sage. Mhm. Und dann wird es sofort rechts ausgelegt. Ja, aber ich glaube, dass sich da auch etwas allmählich verwandelt. Ich komme ja auch aus einer Generation, wo man früher immer sagte, der Ausländer an sich ist gut, so wie aus der Frauenbewegung kommt, die Frau an sich ist gut. Ja, weißt du? Ist ja völlig falsch. Ist ja völlig bescheuert. Ja, klar, ist ja völlig naiv. Ja, und ich glaube, dass die Zeit mittlerweile aber sich so entwickelt hat, dass man auch durchaus auch Missstände bei Ausländern anprangern kann, ohne in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Ja, hoffentlich. Ja, das glaube ich schon. Ja, also darf ich was sagen? Ja. Ich habe vorhin, ich bin erst um 22:30 von der Arbeit gekommen und habe bei Johannes B. Kammer eingeschaltet und habe den Gregor Gysi gesehen und den Michel Friedmann. Und dann habe ich mich so arg aufregen müssen und habe mich gar nicht mehr beherrschen können, weil mich das so arg aufregt, weil das dann immer bloß irgendwelche Zwiegespräche sind, Streitgespräche sind, wo überhaupt mit dem Bürger gar nichts zu tun haben. Also dieser Gysi macht mich ja wirklich auch wahnsinnig. Ja. Das ist so ein brillanter Demagoge. Ist ein schlauer Mensch. Und das ist die größte politische Scharlatanerie der Nachkriegszeit, was der mit dieser PDS-SED da macht. Und als er zum ersten Mal Verantwortung tragen sollte, genau so einer wie der Lafontaine ist das, als er Verantwortung tragen sollte als Kultursenator in Berlin, hat er sofort die Brocken hingeschmissen, als er gemerkt hat, da geht es um Arbeit und nicht nur um schönes Reden. Ja. Also diesen Mann nehme ich überhaupt nicht ernst. Das ist für mich völlig unglaubwürdig und ist eben behaftet noch aus dieser DDR-Diktaturzeit. Den nehme ich überhaupt nicht ernst und mag den gar nicht angucken, obwohl es ein brillanter Rhetoriker ist. Ja, normal. Verkauft sich toll. Also. Nee, ich denke, er hat halt seinen Beruf gut erkannt. Gut erkannt, ja. Als Anwalt. Genau, ja. Ja, und das denke ich auch. Aber ich habe auch ein Riesenproblem mit dem Michel Friedmann. Also das sage ich auch öffentlich. Also das darf man ja eigentlich in Deutschland gar nicht so sagen. Weil ich habe ein Riesenproblem damit, dass ich sagen kann, also ich bin überhaupt nicht rassistisch, aber ich darf überhaupt gar nichts gegen Israel sagen. Ja, das finde ich zum Beispiel auch schlimm, dass man die israelische Politik... Man kann es aber auch mittlerweile. Als Antisemit, ich lasse mir noch nicht verbieten, die unglaubliche Politik von Sharon zu kritisieren. Ja, aber wirklich wahr. Ja. Dadurch ist man doch nicht ein Feind Israels. Was für ein Unsinn. Ja. Was für ein Unsinn. Ja. Also, es gibt noch einige Tabubereiche bei uns in Deutschland. Das ist natürlich begründet mit der Vergangenheit. Ich finde es ein Warnschuss, was im Osten passiert ist mit der NPD. Ich finde es furchtbar. Weil ich in der SPD bin, also die etablierten Parteien sollten da richtig jetzt aber sich ins Zeug legen, damit dieser Spuk schnell wieder vorbei ist. Ne? Also ich denke einfach, dass man uns wirklich, also wenn man das kann, ich denke, Politik ist ja so allgemein, dass sie nicht mehr spezifisch auf die Jungwähler einwirken kann. Ja. Das denke ich, aber dass man sich wirklich darum kümmern sollte. Weil das ist wirklich das, was die machen können beruflich, was weiter für sie kommt, da ist gerade keine Perspektive. Ja. Und dann haben sie nichts anderes mehr. Ich danke dir für deine Meinungsäußerung. Alexander. Ja, danke schön. Alles Gute. Ciao. Tschüss. 0800 220 5050. Yvonne ist hier und Yvonne ist 29 Jahre alt. Hallo Yvonne. Ja, hallo Domian. Hallo Yvonne. Und was geht's bei dir? Ja, grüß dich. Ja, es geht um Folgendes. Ich habe mich in einen Mann verliebt, aber ja, ich habe dann entdeckt, dass er... Hallo? Das er? Hallo Yvonne? Jetzt ist Yvonne weggebrochen. Dann machen wir weiter mit
dem Dominik. Und Dominik ist 18. Hallo Dominik. Hallo Domian. Hi. Um was geht's bei dir? Und zwar wollte ich dir ganz gern Danke sagen, weil du mir den liebsten Menschen meines Lebens zurückgegeben hast. Hey, ich hab den zurückgegeben? Ja. Was war? Erzähl. Und zwar war meine Mutter, also ich muss dazu sagen, ich wohne in der Nähe von Hamburg. Ja. Und meine Mutter hat früher auch noch bei uns gewohnt, ist dann nach Lübeck gezogen. Ja. Nach Köln gezogen. Ja. Also in dein Sendegebiet. So. Und die Fahrt. Hallo? Ja? Ja, jetzt hatten wir gerade, haben wir hier ein Theater heute mit unserer Leitung. Ja, es ging, es war gerade eine Störung dann. Ja, und zwar ist sie dann in dein Sendegebiet gezogen. Ja. Und wollte aber nichts mit mir zu tun haben. Das hast du mir... Freund hat halt gesagt, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben. Ja. Und hat halt komplett den Kontakt abgebrochen. So, und das hast du mir schon mal erzählt hier, ne? Ich erinnere genau. mich daran, jetzt wo du es gerade wiederholst. Das ist aber schon ein Jahr oder so her, weil ich weiß es nicht. Ja, länger. Länger. Ja, anderthalb ungefähr. Ja. So, und das hatte sie halt gehört. Ja. Und hat sich daraufhin dann nach einer Woche bei mir so taghaft mal gemeldet. Lass uns nochmal zurückgehen. Ich kann mich nicht mehr so genau erinnern. Warum hatte die Mutter diesen radikalen Schnitt gemacht? Also, weil sie einfach ihre Familie wollte nichts mit ihr zu tun haben. Mhm. Ihre Eltern und so weiter. Ja. Und wollte dann halt einen radikalen Schnitt von uns allen haben, weil wir alle in einem Haus gewohnt haben und hat dann halt alle unter ein Dach gesteckt. Ja, wie viele Kinder gab es? Wie viel gab es noch zwischen. Wie viele Kinder noch, außer dir? Mein Bruder, ja. Ja, mein größeren Bruder. Ja. Und sie hat dann auch gesagt, okay, dann beiß ich auch in den sauren Apfel und hab dann eben auch keinen Kontakt mehr zu meinen Söhnen. Ja. So war's. Ja. Und ihr habt das damals gar nicht verstanden und war traurig und auch entsetzt und ja. Ja, mein Bruder hatte damals schon sein eigenes Leben, also war es bei dem nicht ganz so schlimm. Mhm. Aber meine Mutter war immer mein Bezugspunkt. Also ich habe meinen Vater gehasst früher. Ja. Und also meine Mutter habe ich geliebt, ich erinnere mich insofern sehr gut daran, dass ich damals auch nicht verstanden habe, was in der Frau vorgegangen ist. Und ich glaube auch sehr an sie übers Fernsehen und übers Radio appelliert habe, doch irgendwie sich zu melden. Was ist dann weiter passiert? Erzähl mal. Also ich habe dann mit einer Psychologin von dir gesprochen, habe dann auch eine Psychotherapie begonnen. Ja, Dominik, geh mal ein bisschen näher ans Fenster. Irgendwie ist die Leitung sehr schlecht. Ja, die knickt. Und zwar habe ich dann durch dich eine Psychotherapeutin gekriegt. Ja. Und bei der war ich dann auch in Behandlung. Mhm. Und so weiter. Und aber nach einer Woche nach diesem Gespräch mit dir hatte meine Mutter sich bei mir gemeldet. Bei deiner Oma? Nee, bei mir hatte sie sich gemeldet. Ah ja. So ganz zaghaft. So, hallo, wie geht's dir halt? Über Telefon. Über Telefon. Ja. So, und dann haben wir so nach und nach dann wieder mal so ein bisschen was aufgebaut. Ja. Und sie hatte das Gespräch gehört? Ja. Ja, ja. Mhm. Sie hatte das gehört und fand das halt sehr traurig, dass ich halt diesen Weg gegangen bin. Mhm. Erst, mhm. Dass ich halt so stark an sie appelliert habe, dass ich auch sehr enttäuscht von ihr bin. Mhm. Hatte sie nicht verstanden in dem Moment. Ja. Und wollte halt mir... halt mit mir diskutieren, warum und weshalb ich das mit dir gemacht habe. Ja. Warum ich bei dir angerufen habe. Achso, da war sie noch am Anfang ein bisschen sickig. Und das war nicht so ganz, sie war gar nicht so betroffen, sondern eher ein bisschen böse. Ja. Ah ja. Mhm. Dann habe ich zu ihr gesagt, du brauchst mir nicht böse sein, das hast du dir alles selber eingebrockt. Mhm. Ich sag so, und ich weiß, dass du ihn hörst und das war der einzige Weg, um mal wieder an dich ranzukommen, ohne dass du halt nicht auflegen kannst. Ja. So, und dann nachher hat sie das dann nach einem Monat oder so, hat sie es langsam mal verstanden. Mhm. Das heißt, ihr habt über Monate immer wieder mal telefoniert? Ja. Euch aber noch nicht getroffen? Nein, das war erst diesen Sommer. Diesen Sommer erst? Diesen Sommer. Bin aber immer zu ihr gefahren. Nach Köln? Von Hamburg nach Köln? Ja. Und wie ist das Verhältnis jetzt, heute? Es ist jetzt so, dass ich einmal in der Woche mit ihr telefoniere und halt auch so wieder den Draht zu ihr gefunden habe, den ich so annähernd, also auf die Entfernung, wie man das halt so haben kann. Ja. Also wir wussten früher immer alles voneinander. Ja. Und jetzt ist es halt so, man hört mal voneinander und man weiß, dass es den anderen gut geht und das war's aber. Aber du hast ja gerade am Anfang gesagt, ich hab durch dich den liebsten Menschen wiedergefunden. Ja, ne? Weil ich sehr gar nicht hatte. Ja, ja. Der hat ja vorher gar nicht den Kontakt zu mir gewollt. Ja. Durch ihren Freund, weil der Freund hat gesagt, nee, der will ich eh nur fertig machen, der will ich eh nur runter machen. Hat sie den Freund noch? Ja. Ja, und wie war das, hast du den gesehen, als du in Köln warst? Und wie war das zwischen dir und dem Freund? Ich habe mit ihm nicht gesprochen. Er ist für mich das letzte Stück Dreck. Also da ist immer noch die Spannung und das lässt sich nicht einebnen. Aber egal, du hast deine Mama wieder, deine Mama hat dich wieder. Ja. Ne? Das ist ja schon mal eine ganz wichtige Sache. Mhm. Wie schön, dass ich jetzt wohl im Herbst mal hier hochkommen, sodass ich nicht immer fahren muss und so weiter. Ja, ja. Und das ist halt das, was ich
dir halt sagen, weil es halt super lieb war und das halt nur durch dich geklappt hat, weil anders bin ich gar nicht an sie rangekommen. Mich freut das tierisch immer, wenn ihr euch rückmeldet, weil ich so oft denke, Mensch, was ist wohl aus der Geschichte geworden und aus der Sache geworden? Und wenn ich dann Briefe schon mal kriege oder Mails oder wenn es jetzt sogar mit einem Gespräch klappt, freue ich mich sehr darüber, dass wir mit dieser kleinen Minisendung hier dann doch so viele Sachen noch beeinflussen können und ganze Schicksale sich irgendwie noch wenden. Das freut mich, dass du angerufen hast und es freut mich sehr für dich und deine Mutter, dass ihr euch wieder habt. Ja, danke schön. Dann darf ich noch ganz kurz was zu deiner vorletzten Rednerin sagen? Ja. Und zwar habe ich fast dasselbe Problem. Also ich bin zwar Deutscher, bin aber sehr braun gebrannt und ja, arbeite derzeit in einem Eiscafé. Ja. Und da sind halt, wir haben ein älteres Publikum im Moment. Mhm. Und alle behaupten, ich bin Italiener. Jede ältere Leute behaupten, ich bin Italiener. Und ab und zu tuscheln sie so, oh, der junge Mann der aus Italien, der spricht ja fließend Deutsch und oh, wie super. Und ich denke mir so, das ist richtig, denk mal. Und dann letztens musste ich hinter die Theke, also war nicht direkt im Service. Ja. Und dann sagte so eine ältere Dame zu meiner Kollegin, ach, heute mal endlich alles in Deutschland, ist ihr Ausländer endlich mal weg. Das ist schlimm, ne? Das zu hören. Und da kam meine Kollegin zu mir und das dann bin ich auch zu der Dame hin und sagte zu ihr, erstens, ich glaube, die Nazi-Zeit ist schon lange vorbei und wir leben in einer Zeit, wo solche Leute wie ich, das sind nicht gleich auch, nur weil wir braun gebrannt sind. Meine Güte, was soll das? Und das ist mitten, und das mitten in Hamburg. Ja, also das ist an der Ostsee. An der Ostsee, ist ja völlig wurscht. Wo halt so sich die ganzen Leute sich erholen, Moment alte Leute sind. Ja. Schlimm, wirklich ganz schlimm, dass es das immer noch gibt. Aber ich glaube auch, dass das kein deutsches Phänomen ist. Ne? Das hat man in anderen europäischen Ländern ganz genauso, mehr oder weniger. Ja. Rassismus gibt es leider Gottes überall. Also das ist so richtig. Wie hat die denn dann darauf reagiert, als du gesagt hast, pass mal auf, so und so und so? Ja, Deutsche sind halt nur weiß. Achso, da war sie dann auch noch pumpig. Ja, also hat sie war voll überzeugt, dass ich, und ich sagte ihr, Entschuldigung, nur weil man braun gebrannt ist, weil man andere Gene hat, dass man vielleicht mal ein bisschen brauner wird, dass man nicht so eine Kalkleiste ist, dann heißt es nicht gleich, dass man Ausländer ist. Ihre Eltern müssen aber Ausländer sein, anders geht das gar nicht. Also ich freue mich sehr, dass wir in Deutschland viele, viele dunkle oder auch schwarze Deutsche haben. Ist doch klasse. Ja, ist doch eine tolle Sache. Wenn wir alle nur weiß, wären wir zu langweilig. Genau. Oder nicht nur schwarze Deutsche, sondern auch Schwarze hier bei uns haben. Ja, und dunkle Menschen, ja. In Dominik. Jeder Nation gibt es schwarze Schafe. Ja, absolut. Jetzt grüßen wir nochmal deine Mama, vielleicht guckt die gerade zu oder hört zu. Und nochmals, ich freue mich, dass das so gekommen ist und ich hoffe, dass ihr weiterhin gut in Kontakt seid, ihr beiden. Ja, ich danke dir. Okay, schöne Grüße in Norden. Tschüss. Ja, danke, ciao. Jean. Ne? Jean, 33. Hallo. Ja, hallo. Hallo, Jean. Ja, einmal, ich möchte auch deine Wendung, die ist ganz okay. Ja, danke dir. Ich habe sie schon öfters gesehen. Ja. Und freue mich auch mal, durchkommen zu können. Das ist gut. Ja, und ich möchte auch was sagen von den Wahlen. Ja. Und zwar, also einerseits, ich kann das ganz gut nachvollziehen, dass die das gemacht haben. Also, dass die so rechts gewählt haben? Ja. Warum? Bei Ausländer, ich habe nichts gegen Ausländer. Mhm. Aber eigentlich werden sie immer besser hingestellt. Und die Politiker, so verlogen wie die ganzen Politiker sind, da kann das doch nur noch so werden. Also das sind jetzt alles sehr platte Aussagen. Ne? Also wieso werden Ausländer immer besser dargestellt, hingestellt? Verstehe ich jetzt nicht. Also ich bin nur wirklich jemand, der das auch sehr differenziert zu sehen sich bemüht. Ich finde nicht, dass Ausländer immer gut dargestellt werden. Weiß doch, Gott nicht. Doch, ich wohne hier in Lauterbach, das ist bei Hessen, die nächstgrößere Stadt Fulda. Ja. Und da, wo ich wohne, da wohnen nur Ausländer. Ja. So, ich habe jämmerlich viele Probleme mit mir selber. Und das Problem ist, ich bin ja hier durch Umwegen mal hierher gekommen. So, und dann, wo ich endlich die Wohnung gekriegt habe, muss ich sie auch nächstes Jahr wieder rausmachen. So, ich werde derartig beschimpft, weil ich nicht verheiratet bin. Ich bin ja 33 von Ausländern, wenn ich die Polizei rufe. So, die Anzeige, wenn ich sie machen würde, die sagen gleich, das hat gar keinen Wert. Brauchen sie gar nicht erst machen. So, hier wohnen überall nur Ausländer. Es sind ungefähr an die 350 Mieter. Davon sind fast 300 Leute nur Ausländer. Okay, das heißt, du kommst mit denen nicht klar und da gibt's Zoff. Und die behandeln dich nicht ordentlich. Nur mich, alle. Okay, Moment. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Mag ja sein, dass du da in einen Haufen geraten bist, wo es wirklich nicht ordentlich zugeht. Will ich jetzt gar nicht hier in Abrede stellen. Gibt es nur wirklich. Wie es das unter Deutschen gibt, gibt's das bei Ausländern auch. Okay. Aber man muss sich ja immer vor Augen halten, was wähle ich denn da? Was wollen die denn? Was wähle ich denn da für ein Pack?
gut, da sehe ich ja auch ein. Ich will doch in einem ordentlichen Land leben, einem toleranten Land leben, wo das Grundgesetz gilt. Und genau das ist ja der Punkt, das Grundgesetz gilt. Und das gibt es hier in Deutschland nicht mehr. So, dann wähl du mal fleißig weiter deine Rechten, dann gibt es das aber wirklich überhaupt gar nicht mehr. Und dann? Was haben wir dann für ein Land? Wollen wir unter den Umständen leben? Wollen wir von denen regiert werden, die man da jetzt immer so ab und zu mal im Fernsehen sieht? Nein, danke, sage ich dazu nur. Nein, das will ich ja auch nicht so sagen, aber man muss nach. Und ich möchte auch nicht von Leuten repräsentiert werden, die Gräueltaten des Dritten Reiches abstreiten. Da muss ich gar nicht weiter mit denen diskutieren. Wenn ich so einen Quatsch höre, ich habe nichts gegen rechte Positionen in etablierten Parteien, aber so einen Quatsch will ich nicht hören. Und ich will nicht, dass solche Leute in Machtpositionen geraten. Und das ist jetzt leider ja noch nicht passiert, aber immerhin 9% im Landtag ist schon eine ganze Menge. Ja, aber man muss sich doch auch mal von Augen halten, warum es passiert. Hallo? Mhm. Ja, ich bin noch da. Und das ist ja genau das Problem. Mhm. Gut, das ist jetzt die Kritik wiederum deinerseits an den etablierten Parteien, weil du das Gefühl hast, dass die etablierten Parteien sich um viele Menschen, so auch um dich, nicht genügend kümmern. Habe ich das richtig verstanden? Jein, zum größten Teil, weil ich selber eine Hilfegruppe habe. Ja. Und wir haben hier total viele Jugendliche, die mal auch versuchen, Wohnungen und sowas zu finden, ja, wo das total schwierig ist. Und wir hier mit Lauterbach, früher war es in Pinneberg, wo ich ursprünglich herkomme, auch so, dass die Ausländer alles gekriegt haben, wenn wir also auch die kompletten Wohnungen und das alles bezahlt haben. Ja. So, ich bin dafür, jedermann braucht eine Wohnung und jeder Mensch, der soll auch was zum Essen haben, habe ich nichts dagegen. Ich habe damit keine Probleme, aber sie werden immer besser hingestellt. Sagt man was, dann gibt's Probleme. Aber dir ist ja wohl auch klar, dass eine Partei nicht nur gewählt werden sollte aufgrund einer Position zu einem Thema, also sprich jetzt zum Thema Ausländer. Das, was ich jetzt im Fernsehen oder in den Zeitungen lese von diesen rechten Gruppierungen, das sind... Nur hat er aufgelegt. Oder die Leitung ist weg. Schade. Jean, 33 war das. Dann kommt jetzt die Annette. Und Annette ist 25 Jahre alt. Hallo Annette. Ja, hallo. Hi. Um was geht's bei dir? Wie soll ich es formulieren? Ich finde den Weg zu meinem Mann nicht mehr. Auf der Gefühlsebene. Ja? Wie lange seid ihr schon zusammen oder verheiratet? Also kennen tun wir uns seit über 10 Jahren. Wir waren mal als Teenies ein Paar für ein paar Wochen. Aha. Haben uns dann aus den Augen verloren und haben uns jetzt vor 4 Jahren wieder kennengelernt. Mhm. Und haben vor 2 Jahren geheiratet und haben jetzt einen Sohn, der ist 16 Monate alt. Mhm. Und ich habe im Juli diesen Jahres eine Abtreibung machen lassen müssen, in der 7. Woche. Mhm. Obwohl ich dazu sagen muss, dass ich vorher absoluter Abtreibungsgegner war. Eigentlich auch bin, weil ich es ganz furchtbar finde. Ja. Aber es gab für mich keinen anderen Weg. Also wir sind finanziell nicht in der Lage, werden es auch in nächster Zeit nicht sein, obwohl wir das Kind wirklich gerne bekommen hätten. Und wir waren einfach beide auch der Meinung, dass es so besser ist. Also das war eine gemeinschaftliche Entscheidung. Er hat sich da nicht unter Druck gesetzt? Und Nein. Mhm. Das war von beiden Seiten so gewollt. Und mit dieser Sache habe ich eigentlich auch kein Problem. Das Problem ist einfach, dass ich nach der Geburt unseres Sohnes damals schon Probleme hatte, sexuell mit meinem Mann. Kurz bevor ich wieder schwanger wurde und diese Abtreibung habe machen lassen, hat sich das Ganze wieder eingependelt. Mhm. Und jetzt ist wieder alles so, wie es vorher auch war. Ganz schlimm. Also ich finde da gar keinen Weg. Er darf mich auch nicht anfassen oder berühren. Ich will das auch nicht, ich wehre mich innerlich. Und also es gibt keine Sexualität, keine Erotik zwischen euch? Nein, gar nicht. Seit genau jetzt, wie viel, was kann man sagen, genau, wie lange? Das ist jetzt seit 3 Monaten und damals war es halt nach der Entbindung von meinem Sohn auch. Nur da war es ja eine andere Sache, da kam ich halt mit mir selber einfach nicht klar, wegen der Geburt und so und alles, das hat mich belastet. Und da habe ich halt auch monatelang gebraucht, um das wieder auf die Reihe zu kriegen. Wie hat sich das denn damals so ergeben, dass du es wieder auf die Reihe gekriegt hast? War das so ein schleichender Prozess oder hast du da irgendwelche Tricks angewandt? Nee, das war ein paar Wochen so, dass er mich dann halt auch anfassen konnte, dass er mich auch mal streicheln konnte, ohne dass ich die Hände direkt wieder weggeschoben habe, weil er mich halt auch nicht gedrängt hat. Mhm. Habe ich mich auch nicht gedrängt gefühlt und habe das dann zugelassen und irgendwann... Hat es sich uns allmählich wieder ergeben? Ja, irgendwann ist der Knoten dann halt einfach wieder geplatzt. Jetzt? Diesmal ist es halt was anderes. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe halt Angst, dass es so bleibt. Wieso meinst du, dass es diesmal was anderes ist? Was macht es diesmal schlimmer? Ich weiß nicht, vielleicht gebe ich ihm unbewusst die Schuld daran. An der Abtreibung?
nicht an der Abtreibung, an der Sache an sich, also dass ich meine ganzen Gefühle, die negativ sind, einfach auf ihn abwälze. Weil es für mich vielleicht einfacher ist, dann damit klarzukommen. Mhm. Aber ich frage noch mehr zu dieser Abtreibung. Das ist doch mehr oder weniger verarbeitet bei dir. Also ja, gut, ich meine, schlechtes Gewissen habe ich natürlich, das werde ich auch noch lange haben. Ja. Aber es zerfrisst mich nicht innerlich so, dass ich nicht damit klarkäme. Wie ist denn das Auskommen so im Alltag? Ist das auch angespannt? Nein, eigentlich nicht. Es geht eigentlich immer so lange gut, bis ich halt zum Beispiel merke, wenn er erregt ist oder so, dann werde ich halt aggressiv, fange einen Streit an oder so, damit das Ganze unterbrochen wird. Also ich kann hier nicht direkt drauf ansprechen, ich mag das jetzt nicht, was du machst. Ach so, das sagst du gar nicht. Ich fange dann lieber einen Streit an und so, verstehe. Und dann löst sich das Ganze halt sowieso dann auf. Blickt er das mittlerweile und hat er das angesprochen? Nein, er meidet es. Ich denke, er traut sich einfach nicht, weil es jetzt halt in Bezug auf die Abtreibung ist. Das heißt, er hat noch kein einziges Mal sich beklagt, schade, dass das nicht geht und warum, was ist los? Und Nein. Mal. Du hast es aber auch noch nicht angesprochen, das heißt im Klartext, ihr habt noch kein Mal darüber geredet, was da los ist. Nein, eigentlich nicht. Was da, wo? Mann, was ist los hier heute? Was ist los? Schon wieder weg. Wie ärgerlich, Mann. Ihr Lieben in der Regie, was machen wir jetzt? Mit wem geht's weiter? Mit Angela. Hier ist der Wurm im PC. Hallo? Angela, hoffentlich können wir jetzt eine Weile reden. Hallo? Hier, hörst du mich? Ja, aber ganz leise. Ja, ich komme da schon ein bisschen kräftiger gleich. Ah ja, gut. Ja. Hoffentlich werden wir jetzt nicht getrennt. Ja, das kann man auch nur hoffen. Das heißt, wir müssen jetzt ganz schnell sprechen, um dass wir alles durchkriegen. Um was geht's? Ja, gut. Also erstmal schönen guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, ich rufe eigentlich an aufgrund des Gespräches, das du mit diesem jungen Mann hattest, der mit seiner Freundin diesen Abbruch jetzt hatte und so kräftig in die Hose gegangen ist. Ja. Da wollte ich, ja, ich will einfach sagen, das finde ich völlig korrekt, wenn da irgendeine strafrechtliche Verfolgung oder überhaupt einfach eine Anzeige erfolgt. Hast du so einen Fall schon mal gehört? Also ich habe selbst mal einen ganz schlimmen Fall an mir erlebt und ich war damals leider zu alleine, um entsprechend reagiert haben zu können. Was ist bei dir passiert? Also bei mir war es so, also ich muss dazu erklären, ich bin ein Uterus-Duplex, das heißt, ich habe zwei Gebärmütter. Und bei mir sollte auch ein Schwangerschaftsabbruch gemacht werden, der also schon von dem einweisenden Arzt entsprechend mit Risiko versehen war und das alles darf nur unter Ultraschall stattfinden und so weiter und so fort. Und ich hatte das Pech, in ein Krankenhaus zu landen, das sich also gegen Abtreibungen aussprach. Sie zwar durchführte, aber prinzipiell eigentlich dagegen war. Und wenn du zwei Gebärmütter hast und es ist eine Schwangerschaft vorhanden, dann müssen bei einem Abbruch beide Gebärmütter eben ausgeschabt oder abgesaugt werden. Weil der Körper hat nämlich nur ein Hormonsystem. Und das ist bei mir damals nicht gemacht worden, sondern ich bin bei der einen Gebärmutter, das ist alles sauber und ordentlich gemacht worden, nach Hause geschickt worden und hatte dann praktisch zwei Tage später wie eine Fehlgeburt durch diese zweite Gebärmutter. Ja. Und es waren also furchtbar starke Blutungen, Schmerzen und so weiter und so fort. Und ich musste dann, das war alles über Weihnachten, und ich musste dann also nach den Feiertagen erst zu meinem Arzt. Und der war also derartig bestürzt, weil jeder Mediziner weiß das, dass bei so einem Fall es beide Gebärmütter betrifft. Und heute glaube ich das auch voll, was er damals sagte, das war diese Theorie, die lassen wir jetzt einfach nochmal leiden. Ja, ja. Und das kam mir so hoch, als ich diese Geschichte gehört habe mit diesem Mädchen, weil diese Frau, ich möchte nicht wissen, wie die sich jetzt fühlt, die hat diesen Abbruch hinter sich, also diesen körperlichen Eingriff in sich. Und die hat das diese gesehen. Diese psychische Belastung und dann noch das, weil ich weiß ja, war damals fertig. Ich krieg dieses Bild ja nicht aus dem Kopf, was er gerade erzählt hat. Wir haben den Embryo in die Tupperdose getan und sind in die Klinik gefahren und dann stellen die Dose auch noch in die Teeküche. Richtig. Und also was da nun auch immer falsch gelaufen sein mag, aber das ist auf jeden Fall eine Körperverletzung. Und ich denke auch solche Leute, also man muss was sagen. Man traut sich eben immer nicht. Ich habe mich ja damals auch nicht getraut. Weil man hört es ja immer wieder, gegen die kannst du nichts unternehmen. Das mag ja auch schwer sein, dass man was unternehmen kann. Aber ich finde, man sollte was tun. Denn je mehr Leute etwas tun, die sich schlecht behandelt gefühlt haben, desto größer wird auch der Druck in den Kliniken, noch ordentlicher zu arbeiten.
arbeiten, weil die natürlich auch Angst haben vor diesen Unannehmlichkeiten. Ja, nur weißt du, der erste Schritt ist ja immer der, an wen gehst du denn jetzt? Ja. An wen sollst du denn jetzt gehen? Gut, aber da gibt es ja nun Anwälte in Deutschland, die sich genau auf sowas spezialisiert haben und die wissen ja schon genau, wie man das macht, wie man das einfädelt. Und es gibt Selbsthilfegruppen, Vereinigungen, die einem da Tipps und Ratschläge geben. Das ist ja Gott sei Dank schon alles entwickelt mittlerweile. So vor 10, 20 Jahren war das alles noch komplizierter. Also ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt was für mich so entscheiden müsste, ich wüsste heute nicht, auch nicht, an wen ich mich wirklich konkret wenden sollte. Dann würdest du hier anrufen und wir würden es dir sagen. Oh, das ist ja nett, ne? Wie alt warst du damals, als das passiert ist? Also ich war damals Anfang 20. Ja. Und also wie gesagt, das, als der junge Mann das erzählte, das kam so hoch, ja, dann auch diese Gleichgültigkeit von allen. Ja, ne? Normalerweise hätte jeder sofort sagen müssen, Moment mal, irgendwas ist doch da schiefgelaufen. Aber diese Gleichgültigkeit auch. Im Prinzip hätte sich sofort der Chef der Abteilung mit den Leuten zusammensetzen müssen. Ne? Und hätte sich entschuldigen müssen, hätte es erklären müssen. Dann selbst dann würde man als Patient ja auch noch sagen, okay, Fehler passieren. Und wenn Sie sich entschuldigen und mir das erklären, dann ist es dann vielleicht auch okay, dann machen wir da kein großes juristisches Theater raus. Aber das Schlimme ist ja, dass oftmals dann alles abgestritten wird, Gleichgültigkeit herrscht, so wie du es gerade gesagt hast und so weiter. Ja, also wie gesagt, ich kann dieses junge Paar nur daran bekräftigen, tut was. Okay. Tut was. Denn es ist eine Körperverletzung, die da gelaufen ist. Ne? Und die Belastung, die man eh in der Situation hat, die reicht schon aus. Die reicht schon aus. Letzten Endes verkraftest du nie so etwas, ohne dann an dir zu arbeiten. Ja. Und wenn dann noch sowas dazu kommt, also nö. Also dann danke ich für deinen Anruf und für deinen Tipp und die Meinung. Und gern geschehen. Ich hoffe, dass die beiden das jetzt noch gehört haben. Ja, hoffe ich auch. Ne? Alles Gute. Okay, tschüss. So, jetzt haben wir Alexandra, 33. Ja, hallo Domian. Hallo Alexandra. Also, ich rufe an, auch zu dem Thema Wahlen. Ja. Muss vorab schicken. Ich war 6 Jahre mit einem Spanier zusammen, sei davon verheiratet, war 3 Jahre mit einem Italiener zusammen, bin alles andere als rassistisch, aber ich wohne, ich komme aus Karlsruhe, wohne jetzt in der Stadt zwischen Karlsruhe und Baden-Baden, da früher mal sehr viele Franzosen und Kanadier stationiert waren. Die sind weg und überall in diesen ehemaligen Wohnungen und Kasernen wohnen jetzt Russen, Rumänen, Polen. Grundsätzlich nichts dagegen einzuwenden, aber falsch ist, diese kasernierte Form der Einsiedlung von osteuropäischen Mitbürgern. Bei uns in den Einkaufszentren arbeiten natürlich sehr, sehr viele aus dem Osten, die schlecht Deutsch sprechen. Das heißt, ich spreche schnell, spreche Dialekt, ich werde nicht verstanden. Die Erzieherin im Kindergarten meines Sohnes ist nicht der deutschen Grammatik mächtig, hat aber einen deutschen Ausweis. Ich suchte meinen Sohn und ich bekam zur Antwort, sie ist nicht da. Dann sage ich, nein, er ist nicht da. Und das sind Dinge, diese Menschen wollen mein Kind miterziehen. Kann nicht sein. In den Schulen bei uns in der Stadt sind die deutschen Kinder nicht auf dem Laufenden mit dem Stoff, jetzt im Vergleich zur größeren Stadt in Karlsruhe, weil die Kinder nicht zu Hause genügend Deutsch reden. Das heißt, sie verstehen die Lehrer nicht in der Schule. Weißt du, was du jetzt gerade alles erzählst? Ja. Bin ich völlig auf deiner Seite. Ja. Und da haben die etablierten Parteien, auch die Parteien, die Grünen und auch linke Teile der SPD, die voller guten Menschen sind, zu lange die Augen zugemacht. Absolut. Und solange das noch so weitergeht, wenn die Augen zumachen, dann treibt man wirklich die Wähler in die rechte Richtung. Genau das wollte ich sagen. Das heißt, die großen Parteien müssen da auch strenger mit gewissen Gruppen der Ausländer umgehen. Richtig. Und man muss auch fordern, dass die ordentlich Deutsch sprechen, wenn die hier sind. Auf jeden Fall. Ja, das sehe ich genauso. Ich habe mal in so einem Callcenter gearbeitet, wo man Dinge bestellen konnte. Und dann musste ich natürlich immer nach der Ausweisnummer verlangen. Ich habe mich echt mit Leuten rumgeschlagen, wo ich fröhlich war, dass ich ihren Namen irgendwann verstanden habe, wo ich davon ausging, ich bekomme jetzt die Nummer eines ausländischen Ausweises. Ja, von wegen? Die hatten einen deutschen Personalausweis und haben mich noch nicht mal verstanden, wenn ich sage, ihre Ausweisnummer bitte. Das ist zum Beispiel, finde ich, auch ein ganz großes Manko der etablierten Politik, dass man schon seit Jahren Ausländern nicht mehr zwingt oder dazu bewegt, dass sie Deutschkurse belegen. Dass man, dass das die Voraussetzung
Voraussetzung. Die amerikanische Politik zum Beispiel ganz eine Katastrophe, aber da bekommt man keinen amerikanischen Ausweis, wenn man nicht der amerikanischen Sprache und Geschichte mächtig ist. So, siehst du, und so sehen wir beide das. Ja. Und ich finde, dass wir auch ein gutes Recht haben, das so zu sehen. Und ich möchte, und ich glaube, ich spreche in deinem Namen, dann von gewisser linker Seite auch nicht als Ausländerfeind beschimpft werden. Eben. Ne? Ich bin Deutsche, ich bin stolz und ich möchte nicht für meinen Nationalstolz beschimpft werden. Mhm. Jeder Italiener, Franzose ist auch stolz auf sein Land. Mhm. Aber was man verlangen kann, ist schon eine Form der Anpassung. Ja. So wie ich, wenn ich in ein anderes Land ginge, eben, würde ich als allererstes die Sprache lernen. Ganz genau. Ja, das ist das A und O. Ganz genau. Und dann brauchen sich die lieben Politiker wirklich nicht wundern, so traurig wie es ist, weil die Leute nicht weiter nachdenken, was sie damit anstellen, wenn sie jetzt die braunen Parteien in der Form wählen. Aber man braucht sich nicht wundern, weil die Leute sind Hartz IV etc. pp. Sie sind so frustriert. Wie ist denn bei euch, wie du es gerade geschildert hast, wie ist denn jetzt bei euch die Stimmung da in eurem Viertel? Beispielsweise. Das ist die ganze Stadt, es ist komplett Raststadt. In Baden-Baden waren auch die Franzosen und die Kanadier. Und Baden-Baden, denke ich, ist wirklich bekannt. Und Baden-Baden hat einfach so viel reiche, gut situierte Leute, die haben sich so dagegen entsprochen und dagegen gewehrt, dass so viele vom Osten in die Kasernen gesetzt werden, die haben die Kasernen abgerissen. Ah, ja. Da ist so schönes Mischverhältnis, da ist alles da, da gibt es Italiener, da gibt es Deutsche, Griechen, Türken und so soll es sein. Wie ist es bei euch mit der Kriminalität? Extremer, sehr viel extremer. Wenn halt was ist, dann ist es mal wieder der Osten. Es ist wirklich so wahr. Wie reagieren denn eure Lokalparteien in den Kommunen oder in ich habe jetzt mitbekommen, dass, also da war mein Schwager auf dieser Sitzung und Vorstellung, dass sich der Nachfolger vom Ministerpräsident Teufel hat bei uns in der Bühler Höhe eine Rede gehalten und eine Vorstellung gegeben. Und der hat sich jetzt sehr, sehr dagegen ausgesprochen, dass man diese Kasernenbildungen macht, egal mit welcher Nationalität. Das war jetzt das erste Mal, dass ich das so auch in der Form mitbekommen habe. Ansonsten ist es sowas von Wischiwaschi. Wenn ich das jetzt bei dir richtig verstehe, bist du jetzt auch erst zu dieser Meinung gekommen, zu diesem Empfinden, nachdem du das vor Ort miterlebt hast, ne? Richtig, so ist es ja meistens, ne? Dass man, wenn man irgendwie in einem Idyll lebt und das gar nicht mitkriegt, kann man schön reden, ne? Genau. Und dann, das, was mich halt wirklich so ärgert, ist, dass es so geballt ist, dass ich gehe ins Zentrum, ich gehe schon gar nicht mehr nach Rastatt ins Zentrum zum Einkaufen. So, jetzt könnte ich mir vorstellen, dass es bei euch, ich bin jetzt nicht genau informiert, wie das kommunalpolitisch läuft, dass es da auch schon irgendwie rechte Splittergruppen gibt, die sich gegründet haben. Ist das so? Ja, noch nicht durchgesetzt. Noch nicht wirklich erschreckend durchgesetzt. Aber so weit würdest du nicht gehen, dass du aus Protest dann irgendwann, so weit nein. Nicht? Nein, ich finde ja auch, dieser Protest gehört in die etablierten Parteien hinein. Richtig. Ne? Da müssen wir einfach ein Forum finden, dass es in der SPD, in der FDP, in der CDU, einfach auch bei den Grünen, ne? dass es einfach eine Thematik ist und wird. Ich denke, das Problem, dass die Menschen im Osten die braunen Parteien so gewählt haben, ist, sie wissen nicht, wohin sonst mit ihrem und deine Sendung sollten wirklich etablierte Politiker auch mal hören, dass sie die Meinung von dem kleinen Mann im Volk auch mal so mitbekommen. Ja. Und da müsste ein Forum geben, wo sie sich hinwenden könnten. Und dann würden vielleicht auch die etablierten Parteien ein bisschen anders mal reagieren. Also, meine Liebe Alexandra, schön, dass du da durchgekommen bist und dass die Leitungen uns nicht bei dir auch zusammengebrochen sind. Halleluja. Schön, dass du gesprochen hast. Ich wünsche alles Gute. Danke, deine Sendung ist super. Dankeschön. Meine kleine Maus kriegt gerade Zehen, ich kann eh nicht schlafen. Oh ja. Schönen Gruß an die kleine Maus. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, morgen heißt unser Thema Sexlügen. Was sind Sexlügen? Wenn ihr euch selbst in die Tasche gelogen habt, in Sachen Sex Sachen gemacht habt, die ihr nicht wollt, wenn ihr euren Partner extrem belogen habt, wenn ihr vielleicht eine Sexlüge getappt seid, wenn euch irgendjemand was vorgemacht hat in Sachen Sex und es dann doch nicht so gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt und so weiter. Sexlügen ist unser Thema morgen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, die Leitungen sind geschaltet. Um 1 sind wir da im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Heute Nacht in der Technik Gudrunhausen, die aber nicht schuld war an dem Leitungssalat. Das liegt hier an unserem PC. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht. Bis morgen. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Dresden, Potsdam.
In Brandenburg und Sachsen laufen